zusammen. In dem heutigen Video zeigen wir euch die Vorbereitung für unsere Online-Weinprobe. Also Klaus Meyer, unser Gourmet-Koch, gibt euch ein paar Tipps und Tricks, wie das am besten funktioniert. Ja, gegrillt wird dann an dem 22. Mai gemeinsam und live mit Klaus Meyer bei unserer Online-Weinprobe. Und da verkosten wir natürlich auch dann unsere Weine. Wenn ihr das Paket noch nicht bestellt habt, dann könnt ihr das natürlich noch tun bis zum 16. Mai. Und dem Paket, dem Weinpaket, liegen dann auch die Rezepte bei. Es gibt eine kleine Einkaufsliste mit dazu und nochmal ein genauer Ablaufplan. Aber bis dahin, erstmal viel Spaß mit dem Video. Wir zeigen euch heute, was ihr für die Live-Weinprobe vorbereiten könnt. Kommt mit! Hallo und herzlich willkommen bei euch zu Hause. Wir sind hier bei dem Klaus Meyer in Flohnheim und sind hier schon mitten in der Vorbereitung für unser schönes Pfingstmenü und wollen heute die Rezepte einmal vorkochen, dass ihr wisst, was ihr zu Hause tun sollt. Als erstes machen wir jetzt den Spargelsalat von grünen und weißen Spargel. Ihr seht schon, wir haben hier alles aufgebaut mit den Kirschtomaten, dem Rosmarin und den Garnelen. Und der Klaus wird uns jetzt gleich zeigen, wie wir das Ganze kochen. Und Franziska und ich sind jetzt hier dabei und lernen, wie wir das machen. Also passt gut auf und viel Spaß! So, wir haben hier unseren weißen Spargel. Den nehmen wir, der ist gekocht und leicht ausgekühlt. Und dann können wir ihn in so leicht große, 3 cm große Stücke schneiden. Mit dem grünen Spargel machen wir dasselbe. Angela, wenn du magst, kannst gut, du auch. Gut, ich helfe dem Klaus ein bisschen, ja. Mitschneiden. Ob ich das auch so schön hinkriege wie der Klaus? Jetzt geht der Klaus weiter zu den Tomaten. So, jetzt sind wir hier bei den Kirschtomaten. Da hat man eigentlich hier einen Strunk bei den Kirschtomaten immer oben. Ganz wichtig ist, dass man die Schnittfläche so wählt, dass der Kirschtomatenstrunk eigentlich auf der Seite ist. Man kann sie zwischen die zwei Finger nehmen und in der Mitte einmal durchschneiden. So bleibt am eigentlich beim Marinieren nachher auch von diesem Spargelsalat dieses ganze Kerngehäuse und der Saft von den Tomaten mit drinne und läuft nicht aus, auch beim Rühren nicht. Und man hat halt nachher den Saft schön in der Tomate, da wo er hingehört. So, jetzt können wir den Spargelsalat und den Spargel und die Kirschtomaten mit ein bisschen Zucker, ein bisschen Salz, ganz wenig Pfeffer, bisschen weißen Balsamico-Essig und Olivenöl. Leicht marinieren und für so circa 5 bis 6 Stunden im Kühlschrank ziehen lassen. Deshalb kann man das auch eigentlich super eigentlich an dem Tag davor morgens schon vorbereiten. Natürlich könnt ihr ja auch beim Vorbereiten von euren Speisen den Wein schon mal dazu kosten. Das machen wir nämlich jetzt auch, gell Klaus? Wir haben nämlich heute mal Lust, einen schönen Riesling jetzt zu trinken und Sauvignon Blanc. Draußen scheint die Sonne, das passt perfekt. Dann dieses leckere Essen dazu. Und dann schenke ich jetzt mal ein. Und dann probieren wir schon mal unser erstes Gericht. Ist ja schon ansatzweise fertig. Klaus, darf ich dir eins rübergeben? Das ist jetzt der Oppenheimer Riesling. Ja, den sollen dann die Gäste daheim dazu probieren. Und wenn ihr natürlich die Kiste schon beim Vorkochen getrunken habt, müsst ihr euch vielleicht 2 Kisten bestellen. Aber ihr habt ja noch Zeit bis dahin. Zum Wohl. Schön, dass wir hier sein dürfen. Also der Wein ist schon mal ganz lecker. Ja. Jetzt probieren wir das mal so.
einfach. Ob es auch passt. Ja, schon mal schöne Komponente. Der Riesling kommt sehr schön raus. Ich hatte jetzt die grüne Spargel auf der Zunge. Du hast die gelbe weiße Spargel mit der Kirschtomate. Ja, sehr schön, ja. Passt auch gut von dem Kalkstein her. Passt es auch sehr gut zu den Tomaten, vom Süßlichen her. Also, ist richtig schön. Ist klasse, ja. Sehr schön, Alter, machen wir mal weiter. Ja. So, ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich schon mal Olivenöl auf eine Platte gegeben. Und zwar ist es jetzt für die Garnelen zum Marinieren. Und dann haben wir hier ein bisschen Rosmarin und Thymian. Den haben wir leicht gezupft. Und dann schneiden wir den in ganz, ganz fein. Man sollte ihn nicht hacken, so damit würde man nämlich die ätherischen Öle aus den Kräutern rausholen. Und dann bleiben sie nicht so trocken. Dann kann man das so leicht besser bestäuben. Und dann haben wir hier unsere Garnelen. Die sind jetzt mit der Schale ohne Kopf und die legen wir schön in das Olivenöl ein. Das kann man auch super mal einen Tag vorher machen, dass sie schon mal ein bisschen schön marinieren und das Olivenöl mit Rosmarin und Thymian aufnehmen, so dass sich das besser alles nachher auf dem Grill später entfalten tut, wenn man es braten tut. Klaus, willst du noch mal den Gästen erklären oder unseren Zuschauern erklären, wie man die Schale am besten abmacht, ohne dass man die Garnelen zerrupft? Also man nimmt eigentlich hinten, man spricht über Glieder, die sind eigentlich hier, wenn man an diesem Schwanzstück das festhält und hält das vorletzte Glied eigentlich fest und bricht es einfach so mal ganz kurz ab, kann es in die andere Richtung brechen und dann kann man das eigentlich nach unten abziehen. So sieht das sehr gut aus, ja. Und wenn man sie mal kurz so drauf hat, kann man sie auch danach nochmal schön drehen, dass die andere Seite auch wieder schön mit Olivenöl ist. Und tut sie eigentlich mit Glasigfolie leicht abdecken und stellt sie für so gute 12 Stunden in den Kühlschrank, dass sie schön marinieren mit den Kräutern. Wo kriege ich jetzt so schöne Garnelen her, Klaus, wenn ich jetzt einkaufen gehe bei uns irgendwo in die Geschäfte? Im Tiefkühlfach oder in der Frische oder Im Tiefkühlfach gibt es die eigentlich fast in jedem Supermarkt. Oder dann in einem speziellen Geschäft, der frischen Fisch hat oder so, da kann man auch schon frische bekommen. Ja, das kommt halt immer drauf an. Okay, sieht schon mal sehr lecker aus. Wir haben jetzt hier einmal die Garnelen, die sind mit Kräuter und Olivenöl mariniert für abends zum Grillen auf dem Grill. Und dann haben wir einmal den Spargelsalat mit den Kirschtomaten, den wir mariniert haben, der auch jetzt schön langsam ziehen kann bis heute Abend. Und dann können wir den schön auf dem Teller anrichten und dann wünsche ich Ihnen viel Spaß damit. Ja, und vergesst nicht, die Weine kaltzustellen, dass also der Oppenheimer Riesling Kalkstein trocken, den haben wir eben schon probiert. Und dann noch den Sauvignon Blanc trocken, den trinken wir dann, wenn wir die zusammen grillen, wenn die Garnelen auf den Grill gehen und der Spargel auf den Teller kommt. Dann erstmal viel Spaß, bis dahin. So, jetzt gehen wir zum Hauptgericht. Und der Klaus hat hier schon alles perfekt vorbereitet, so soll es auch bei euch daheim in der Küche gleich aussehen. Der Klaus erzählt euch jetzt gleich alles, was wir hier tun. Und das gibt jetzt das gegrillte Rinderfilet, die Vorbereitung dafür, dann die Gemüsespieße, die mediterranen und die Folienkartoffeln mit der grünen Soße und natürlich auch der marinierte Ziegenkäse mit Honig und Thymian. Ja, Klaus, was machen wir? Gut, wir haben hier unsere Paprikas und unsere Zucchini und die Aubergine. Die schneiden wir in große Stücke, so dass wir eigentlich die Gemüsespieße schön stecken können. Schneiden wir unten und oben leicht ab. Dann kann man hier einschneiden und am Kerngehäuse entlang
kann man die Paprika rund schneiden. So hat man das ganze Kerngehäuse mit den ganzen Kernen, alles drum und dran, auf einmal rausgenommen. Kann gerne, wenn man hier noch ein bisschen was Weißes hat, später noch mal ganz leicht nachschneiden. Dann nehmen wir die Paprika in die Hand und schälen die mit einem Sparschäler von oben nach unten, so dass wir keine Haut haben. Dranbleiben würde, dann bleibt die Paprika so fest, denn sonst wird sie so schön. Ja, also sie bleibt sehr fest und es gibt auch viele Leute, die vertragen die Haut ganz schlecht und deshalb tut man sie meistens schälen. Man kann sie jetzt in der Mitte einmal längs halbieren und dann können wir so schöne große Stücke runterschneiden. Das kann man mit der anderen Paprika kann man auch machen. Okay. Versuchst du dein Bestes? Ja, das kommt bitte so schön hin mit dem Klaus. Ja, der hat ja schon ein sehr gutes Händchen dafür, sehe ich. Und dann haben wir hier noch die gelbe Zucchini. Schneiden wir auch so ein schönes dickes Stück ab. Und dann sieht man eigentlich, hier haben wir ein bisschen von diesem Kerngehäuse mitgenommen, das wir eigentlich nicht wollen, weil im Kerngehäuse ist eigentlich zu viel Wasser drin und alles und das würde nachher auf dem Grill nur zusammenschrumpfen und würde noch stärker wässern und dann verbrennen. Deshalb brauchen wir das nicht. Machen wir es raus. Machen wir genauso große Stücke von der Breite her. Bei der grünen machen wir das dasselbe wie bei der gelben Zucchini. Auch wieder so ein schönes großes Stück runter. Dann gucken wir ungefähr, wie das Kerngehäuse ist, wo die Kerne anfangen und am Kerngehäuse entlang schneiden. Und mit der Aubergine funktioniert das genauso. Du bist eindeutig besser in Paprika schälen wie ich. von oben nach unten, ja. Nicht so breit, genau. Und dann aber immer mit dem Schäler eigentlich mach so ein bisschen. Besser. Ich glaube, das besser wird, das Gefühl wird. So ein bisschen leicht hin und her bewegen, okay. Ohne viel Druck. Aha, siehst du. Aber wenn man halt auch schon mal an die 1000 oder so gemacht hat. Schon noch nie in Paprika geschält. Gut. Ich sehe das gar nicht so schwer hier. Also an der Seite vom Klaus fühle ich mich schon sehr wohl hier. Wir haben jetzt hier unser geschnittenes Gemüse. Das nehmen wir und stecken die auf so Schaschlikspieße, auf so Holzschaschlikspieße. Wichtig ist immer, dass man was Festes am Ende und am Anfang hat, wie zum Beispiel von der Aubergine oder von der Zucchini. So kann es nämlich nicht unbedingt durchrutschen oder leicht runterfallen, wie es eigentlich bei der Paprika wäre. Und dann nimmt man das, steckt es sehr mittig und dann kann man wahlweise entweder eine gelbe Paprika oder eine rote Paprika aufstecken. Man lässt auch immer so ganz leichten Spalt Luft von ca. 1 bis 2 mm, nicht so press aneinander, dass das auch nachher schön beim Braten schön gleichmäßig auch garen kann. Okay, alles klar, bitte schön. Ja. So, nebenbei haben wir unser Rinderfilet, das wir uns beim Metzger unseres Vertrauens eigentlich geholt haben und besorgt haben. Es ist eigentlich jetzt ein Stück von 1 Kilo schwer circa. Es ist das Mittelstück, sieht schön marmoriert aus, so wie es eigentlich sein sollte. Wenn man es vor dem Braten in Glassichtfolie und Alufolie einpackt und für circa so 12 Stunden im Kühlschrank so liegen lässt,
dann kriegt es nochmal eine schöne runde Form. Und dadurch erreicht man eigentlich, dass man nachher, wenn man zu viert oder zu sechst ist und schön grillen tut, dass man auch gleichmäßig runde Durchmesser hat von diesem Rinderfilet und dadurch hat man auch denselben Garpunkt eigentlich bei jedem Stück, was man auf dem Grill liegen hat. Ich zeige es Ihnen gerade mal. Wir packen es eigentlich ein in Glassichtfolie, rollen es ganz leicht, schneiden nach einmal, wenn Sie um das Rinderfilet die Glassichtfolie gemacht haben, die Folie ab. Drehen den Rest noch ein bisschen mit ein, nehmen die Enden und rollen sie ganz leicht, so dass die Luft rausgeht und dass das Rinderfilet, Sie sehen es, schön im Durchmesser gleichmäßig auf beiden Seiten ist. Knicken die Glassichtfolie ganz leicht um und legen die auf die abgeknickte Fläche drauf. Und Klaus, das ist sinnvoll, einen Tag vorher zu machen, oder? Das ist sinnvoll, einen Tag vorher zu machen. Dann kriegt es, wenn man es nochmal ein bisschen leicht mit Druck, weil man ja Druck drauf gibt von der Alufolie und alles. Und dann bleibt die Form noch ein bisschen schöner. Mhm. Und dann kann es im Kühlschrank nochmal schön so ein bisschen. Und man hat halt das, was ich eben schon gesagt habe, dieses gleichmäßige Garn eigentlich von allen 4 oder 8 oder 10. Rinderfilets. Und die Spieße, kann man die auch schon einen Tag vorher machen oder ist das zu lang fürs Gemüse? Die kann man ruhig morgens am selben Tag morgens, dass man eigentlich mit Spießen kann man dann anfangen, das ist kein Problem. Die können dann auch noch ein bisschen machen. So, jetzt haben wir hier unser Stück Rinderfilet. Und dann kann das in den Kühlschrank. Und wenn wir an dem Abend dann grillen, dann packen wir es aus und schneiden es schön runter in 4 gleichmäßige Stücke. Oh, sieht schon mal sehr lecker aus, gell? Ich glaube, das ist mit meinen Spieße auch so zufrieden. Ja, sieht super aus. Schön. Gut. Ja. Gut. Dann schenke ich schon mal ein. Also ich denke, so zu einem Spießchen könnten wir schon mal so ein Silvaner probieren. Ja, gerne. Und dann vielleicht auch hier zu den Ofenkartoffeln vielleicht, zum Dip, wenn du dann den so weit hast, komm, ja. Schenk dir mal ein. Ja. Das können wir ja einfach schon mal probieren, weil... Gut, danke. Wir müssen ja auch wissen, zu was wir kochen sollen. Ja, ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Was gibt es denn? Welche Weine gibt es denn zum Hauptgericht? Jetzt haben wir den Silvaner von Nierstein, das Niersteiner Brückchen, von 78 Jahre alten Reben. Also, wie vorhin schon mal gesagt, wenn ihr beim Kochen probieren wollt, braucht ihr 2 Kisten, denkt dran. Und riecht nochmal hinein, schmeckt ihn mal, also schon vom Geruch, meine ich. Er hat eine schöne kräuterische Nase. Ja, sehr schön, ja. Und dann kochen wir mal weiter und gucken mal, was auch bei Fleisch dazu passt. Ja. Was gibt es als zweiten Wein zum Hauptgang? Dann später zum Rinderfilet haben wir den Frühburgunder. Und der Frühburgunder ist ganz weich, passt sehr schön, gerade Rinderfilet mit, wir haben ja ein bisschen Rosmarin hier mit bei den Gewürzen dabei, das wird sehr gut passen. Und also ich glaube, da haben wir ein schönes Sortiment zusammengestellt zum Essen. So, wir tun jetzt die Spieße noch schön marinieren, dass sie bis heute Abend einmarinieren, also dass sie bis heute Abend schön durchziehen können. Okay. Du kannst sie gerne mit ein bisschen Salz, Salz hast du hier. Und ein bisschen Pfeffer und ganz wenig Zucker. Draufgeben. Und danach kannst du noch gerne einmal schön Olivenöl noch drauflaufen lassen. Ich schneide dir in der Zwischenzeit schon mal die Kräuter, Rosmarin und Thymian, wo man dann später noch drauf streuen kann. Mach ich erst Olivenöl oder erst Pfeffer? Oder ist das egal? Mach am besten erst Olivenöl und dann zum Schluss den Pfeffer. Sonst würde er nämlich vielleicht noch ein bisschen zu stark runter. Ja. Dann haben wir hier unsere schönen Frankfurter grüne Soße Kräuter, die 7 verschiedenen
Kräuter, es ist Pimpernelle dabei, es ist Kerbel dabei, es ist Sauerampfer dabei, es ist Krausepetersilie dabei, es ist Schnittlauch dabei, es ist Borretsch dabei und es ist die schneiden wir schön in ganz feine Streifen für den Kräuterschmand. Je feiner, umso besser. Hier gilt auch, man sollte sie nicht hacken, weil sonst holt man die ätherischen Öle raus und dieser Saft würde austreten und dadurch kriegt man nicht unbedingt die Frische in den Quark rein. Ach, Schnittlauch ist noch. In der Zeit, wo ich weiter schneide, die Kräuter kannst du gerne, ja, warte, ich stecke immer noch 4 Esslöffel von dem Quark in die Schale geben. Okay. Und schön mit ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer würzen. Okay. Dann haben wir hier noch ein wenig Cayennepfeffer, den kann man auch noch schön dazu geben. Kann man auch super schon einen Tag vorher vorbereiten, weil je länger die Kräuter eigentlich in dem Quark sind, umso intensiver und umso harmonischer schmeckt der halt auch. Ja. Weil dann nimmt das schon ein bisschen schön mit auf. Klaus, dann mache ich jetzt hier die Kräuter rein. Genau, ja? Die Kräuter machen wir schön alle, rein. Also man kann schon alle rein tun, ja? Richtig schön rein. Genau, das ist richtig schön. Also es soll eigentlich schön viele Kräuter drin sein, dass sie gerade so am Quark eigentlich festhalten. Okay, sehr gut. Ja, dann haben wir hier unsere gekochten Kartoffeln, die gekochten Kartoffeln für die Folienkartoffeln. Sie sind in einer Schale, sind vorgekocht im Salzwasser mit ein bisschen Leichtkümmel und hat halt den Vorteil, wenn man sie vorkochen tut, dass man eigentlich schon sehr viel Geschmack drin hat, als wie wenn man sie jetzt roh nur einpacken würde in die Alufolie und dann kriegt man halt nicht mehr so den Geschmack an Salz oder so in die Kartoffel rein. Die legen wir hier auf die Alufolie, dann haben wir uns so große Stücke geschnitten, dass wir eigentlich gerade schön so einpacken können. Nach ein bisschen Olivenöl schön drüber. Und legen so einen kleinen Thymianzweig und Rosmarinzweig noch dazu. Und dann nimmt man die Alufolie, macht sie so leicht hoch und legt die Kartoffeln so schön ein. Und von der anderen Seite genauso. Und dann ist es eigentlich wichtig, dass man sie so rum auf einen Teller legt, dass man diese Seite, wo man eigentlich zugemacht hat, unten an der Kartoffel hat. Weil wenn wir nachher die Kartoffeln gegrillt haben und sie sind heiß und wir machen hier oben ein Schnitt rein und dann kann man sie schön aufbrechen und so hat man eigentlich keine Alufolie an seiner Schnittfläche, wenn man den Quark nachher einfüllt. Ja, ist auch interessant. Ich habe die sonst immer nur eingewickelt und fertig war's. Das sind die Tricks und Kniffs eines guten Koches. Ja. Jetzt haben wir ja noch unseren Frühburgunder. Und den haben wir schon vorhin gesagt, passt wahrscheinlich sehr gut zum Rinderfilet, aber wir haben ja auch noch den Ziegenkäse. Und den schenke ich jetzt einfach hier mal so ein. Den habe ich heute Morgen schon früh aufgemacht und gebe einfach Luft in den Wein.
Also könnt ihr ruhig vorher morgens öffnen, dass er ein bisschen Luft kriegt. Auch im Glas darf der ein bisschen stehen. Und dann werden wir gleich sehen, dass es auch sehr gut zum Ziegenkäse und zum Rind natürlich passt. Ja, Klaus, probieren wir. Ja. Schon sehr gut auf der Zunge. Ja, ja. Jetzt gucken wir, was der Klaus macht. Ja, dann haben wir hier unsere Alternative noch für Vegetarier, die oder die kein Rinderfilet möchten oder so. Nochmal eine Ziegenkäserolle. Die hat noch eine leichte Rinde. Die Rollen sind so ca. 200 Gramm schwer. Und die kann man so in ca. 5 cm Stücker schneiden. Und setzen sie so auf den Teller. Mhm. Ja. Kann man auch schon super so 4-5 Stunden vorher machen, dass der Thymian noch ein bisschen und der Honig noch ein bisschen einziehen. Und stelle ich den Ziegenkäse in den Kühlschrank oder ja, schon draußen? Nee, den stellen wir dann in den Kühlschrank und macht man sich ein bisschen Honig drauf. Das sieht hier schon richtig lecker aus. Und ein bisschen Pfeffer. Und dann nimmt man sich einen Thymianzweig. Und geht eigentlich vom Thymianzweig von oben nach unten, wo er an der Wurzel war, kann man sie gerade so abziehen und hat mal schöne Blättchen und lässt sie gerade so schön drauf fallen. Also von oben, wo die Blüte eigentlich ist, beim Thymian, von dort mit dem Finger leicht, ganz leicht nach unten, wo die Wurzel eigentlich beim Thymian ist, abregeln. Es ist eigentlich ein Unterschied, Klaus, zwischen dem gelben Thymian oder diesem grünen Thymian oder was bevorzugst du? Also das ist jetzt ganz normaler Thymian und wenn er meistens so leicht gelb ist, ist es eine Art Zitronenthymian. Mhm. Der ist halt sehr frisch und er ist nochmal leicht intensiver durch seine Zitrusnote, sage ich jetzt. Rinderfilet und auch der Ziegenkäse, wie es weitergeht, das erfahrt ihr natürlich an unserem Live-Abend. Und da lasst euch überraschen, es wird ganz spannend und lecker. Ich freue mich jetzt schon drauf auf das leckere Essen. Oh, jetzt sieht es aber auch besonders lecker aus. Ich bin ja so ein Nachtisch-Fan und der Klaus hat mir schon so voll meine Zutaten hingestellt. Heute gibt es marinierte Erdbeeren mit Mascarpone-Creme und Blätterteigstangen. Und dazu haben wir jetzt den Gewürztraminer ausgesucht. Also ich will da jetzt mal einen Schluck dazu probieren, gerne, ob das auch dann gut schmeckt zusammen. Und wir müssen ja wissen, dass es auch gut harmoniert, was ihr nachher zu Hause kocht und her zubereitet. Prost, Klaus. Hat schon mal einen guten Duft. Ich bin mal gespannt, wie es gleich zusammenpassen wird. Und jetzt lassen wir uns mal verzaubern von Klaus seine Kunst hier. So, wir haben hier unsere Mascarpone. Für die Mascarpone-Creme brauchen wir ein bisschen Mascarpone. Dann haben wir noch Schmand dazu. Und dann haben wir hier eine Limette. Die reiben wir auf so einer feinen Reibe. Nur das Grüne eigentlich bei der Limette. Das Weiße nicht mitreiben, weil das kann nämlich anfangen bitter zu werden. Das kann man eigentlich auch super schon am morgens davor machen, dass die Limette und die Vanille, die später noch reinkommt, komplett schön sich entfalten können. Wir haben hier eine Vanillestange, tun wir in der Mitte halbieren. Vorsichtig auf
und holt das Mark von der Vanille ganz vorsichtig raus. Das duftet schon sehr gut. So, hier geben wir noch ganz wenig Honig dazu. Und rühren das schön glatt. Und die Creme kann man dann in den Kühlschrank stellen, abgedeckt für so circa 8 bis 9 Stunden. Also allein vom Geruch habe ich schon die Limette im Wein wieder gefunden. Ich glaube, das wird spannend. Hier, da haben wir unsere Erdbeeren. Die haben wir, komm mal hier das, den Strunk mit den Blättern rausschneiden und dann tun wir die einmal in der Mitte schön halbieren und legen die in eine Schüssel, sodass wir sie eigentlich heute Abend nur noch marinieren müssen und dass sie schon super vorbereitet sind. Wenn man sie eigentlich frisch vom Bauern holt und an diesem selben Tag holt, sollte man sie auch nicht mehr so in den Kühlschrank stellen, sondern entweder in einem kühlen Ort, weil wenn Erdbeeren im Kühlschrank gestanden haben, dann haben sie nicht mehr so das schöne Aroma. So, und dann haben wir hier unseren Blätterteig. Den kriegt man so fertig eigentlich überall zu kaufen. Das sind so Blätterteigplatten. Hier kann man ganz leicht nochmal mit Nudelholz nochmal ganz leicht anrollen. Und dann tun wir die mit ein bisschen Wasser verpinseln, dass der leicht feucht ist. Der Blätterteig. Und dann tun wir ganz wenig grauen Zucker so drauf streuen, sodass er überall auf dieser Platte schön gleichmäßig verteilt ist. Und das wird, wenn es nachher gebacken wird, dann schön karamellisieren. Das ist kommt das dann auch später Zucker. Auf den Grill? Ja, ja, das ist spannend. Kommt später auch. Schöne 2 bis 3 cm große Streifen schneiden. Und dann kommt die gerade so. Wenn du magst, kannst du gerne mitmachen. Mhm, okay. Gerade so leicht eindrehen. So leicht eingedreht sind. Sollte man sie immer ein bisschen leicht drücken. Mhm. Dann legen wir die auf den vorbereiteten Teller mit Backpapier. So kriegen wir unsere Arme super runter. Mhm. Und dann können die auch mit dem Kühlschrank an den Kurz kalt stehen. Sieht schon mal lecker aus. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen und ihr konntet den ein oder anderen Tipp von Klaus Meier mitnehmen. So könnt ihr natürlich jetzt eure Speisen für unsere Online-Weinprobe vorbereiten und wir freuen uns darauf, mit euch zusammen am 22. Mai zu grillen. Bis dahin!